Ine Cerek und herzlich willkommen zurück nach einer viel zu langen Pause zu Let's Play Pharao. Und nun sind wir endlich angekommen beim Pyramidenbau in der Stadt Saqqara oder wie auch immer man Wörter mit Doppel-Q ausspricht. Ich weiß auch nicht, ob meine Begrüßungsfloskel richtig ausgesprochen ist, ist mir aber auch völlig egal. Wir machen uns erstmal langsam, damit wir uns in Ruhe einen Überblick verschaffen können. Wir haben dieses Mal Wiesen. Das heißt, wir können Farmen an Land bauen. Das ist genial. Und diese über Bewässerungsgräben mit Wasser versorgen. Bewässern. Ja, genau. Das Problem ist, das habe ich gerade in der letzten Folge, glaube ich, schon am Ende auch schon festgestellt, es ist sehr trocken. Das heißt, wir müssen irgendwie erstmal hier eine Straße lang bauen. Und zwar alles möglichst nahe ans Wasser setzen. So ungefähr hier quasi anfangen mit den Häusern. Und dann ab hier die Produktionsstätten anfangen. Legen wir mal los mit dem, nee, nicht Bewässerungsgraben, mit einem Wasserhebel. Den versorgen wir natürlich mit einer Straße. Und entsprechend die Farmen hinsetzen. Ah, Moment. Sehe. Haha, okay. Das ist, hier ist keine Wiese. Hier ist nur leeres Land. Hier ist Wiese. Na, das ist ja blöde. Dann machen wir das nochmal weg. Vergesst alles, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja, das ist ja noch blöder. Das heißt, achso, ja, das Spiel läuft zu langsam. Dann legen wir die Straße hier lang. So. Und dann als erstes den Wasserheber platzieren. Zack. Die Ecke vergessen. So. Und hier können wir dann die Farm bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, noch mal 10 Stück. Das sollte auf jeden Fall für den Anfang reichen. Machen wir hier die Straßen und die Bewässerungsgräben entsprechend hier lang. Drumherum brauchen wir eigentlich nicht. Das Problem ist halt zum Bewässerungskram. Ah, verdammt, doch, müssen wir. Zum Bewässerungsgraben nimmt halt immer ziemlich viel Platz weg. Das ist das Blöde an der ganzen Geschichte. Also man kann halt hier jetzt nichts Schönes mehr bauen, muss man irgendwie drumherum das Ganze konstruieren. Aber das lassen wir erstmal so. Na, natürlich das Silo direkt daneben, was man bestücken kann. Und ansonsten, ja, Wohngebiet, Zeit. Das ist sogar gar nicht so übel. Können wir nämlich hier noch eine Zisterne hinpacken. Machen wir mal. Ist das hier? Ist hier Platz für einen Tempel? Ja, okay. Das sind die 3 Felder, die man für einen Tempel braucht. Das ist schön. Wir können Steinbrüche bauen. Sehr geil. Die können wir gleich hier hinsetzen und da hinsetzen. Das ist. Oh, und hier oben gehen sogar. Goldminen. Nice. Und Jagdhöfe auch. Verrückt. Okay, dann hätte ich eigentlich auch erstmal von den Streusen leben können. Aber nun gut. Wir fangen mal hier an. Und platzieren hier die Wohnungsblöcke. So. Ja. Das sollte für den Anfang reichen. Nicht, dass wir wieder vor dem Problem stehen wie beim letzten Mal mit den übelst vielen Arbeitslosen. Das wäre ja ziemlich uncool. Sperre dahin, Zisterne. Und natürlich den Bazar. Und die Deko. Verdammt! Nicht genau abgemessen. Das ist voll unsymmetrisch! Kacke hier. Obligatorisch den Architekten. Die Feuerwache, hier das gleiche. Und die Po-Polizei.
Was haben wir an Göttern? Wir haben Repta und Bastet. Okay, es gibt schon mal keinen Krieg. Das ist gut. Ta fördert auf jeden Fall unseren Fortschritt mit der Pyramide. Denn wir brauchen nämlich jetzt nicht nur eine Pyramide, sondern auch Grabbeigaben, die wir nach und nach erledigen müssen. Ähnlich wie die Aufträge, die wir an den Pharao immer schicken müssen, die dann hier bestimmt auch noch kommen, nur um uns ein bisschen zu ärgern. Und bei Ptah ist der Vorteil, wenn er halt uns sehr gut leiden kann, füllt er einfach mal so spontan irgendein Warenlager. Und da kann es halt gerne mal passieren, dass genau das Zeug dann von ihm eben da reingestopft wird, was man gerade braucht. Ist immer sehr, sehr praktisch. Können sogar einen Tempelkomplex ihm zu Ehren bauen, aber wir machen zunächst erstmal hier so eine Trinität hin. Einfach von jedem eins daneben. Ich sollte mal auf höheres Tempo stellen. So. Dann natürlich schon mal für Unterhaltung sorgen. In der Jonglierschule. Entsprechend der Bühne. Wir können keinen Ton produzieren. Stimmt. Das heißt, da ist schon die erste Frage, was exportieren wir? Wir können exportieren... Ah, Wild. Haha, das ist natürlich clever. Ziegel. Nah. Geschirr. Bier. Wie wollen wir denn... Ah, scheiße. Wir müssen Gerste importieren. Wir müssen Flachs importieren. Wir müssen prinzipiell alles importieren. Scheiße. Könnte ich mal Holz selber produzieren. Das brauchen wir auch. Steine können wir importieren. Gut, da müssen wir alles nicht alles selber anbauen. Wir müssen wirklich Schilf importieren. Holla, holla, holla. Export bleibt gar nicht mehr so viel, außer halt Endprodukte. Das heißt, wir werden uns, denke ich mal, einfach so Stück für Stück rantasten. Also halt Ton importieren, dafür Geschirr exportieren. Dann Gerste importieren, Bier exportieren. Gerste importieren, Bier exportieren. Das heißt, wir brauchen erstmal Töpfereien. Oh, jetzt geht das Gesuche los. Ja, you don't say. Blip, 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 blip. Verdammt, das... Doch, da kriegen wir hier das Warenlager hin. Besondere Befehle... Ton und Geschirr. Und eigentlich... Ah, wir können das... Wir probieren das mal. Indem wir noch, Jagdhöfe hinsetzen. Unserem Silo verbieten, das anzunehmen. Und ein Warnlager mit Wildfleisch füllen. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Ist zwar, es gibt halt nicht viel Geld für Essen beim Export, aber ist besser als nichts. Schauen, der Preis ist 34 pro 100 Stück. Das ist immerhin mehr. Ah, verdammt, es ist ein Stück weniger, als wir für Ton bezahlen. Dafür ist Geschirr gar nicht mal so übel. Ja, Bier natürlich. Nein. Also quasi, wir machen halt Ton und Geschirr. Dann, wenn das stabil ist, Gerste und Bier. Flachs und dann Flachs und Lein. Und dann, Stein-Luxus-Waren brauchen wir an sich erstmal nicht. Für die Pyramide auch nicht, ne? Ne, brauchen wir Geschirr, Lein, Holz, Papyrus. Und Granit. Auch nicht. Das erklärt auch, wozu wir Goldminen haben. Denn es wäre gar nicht mehr so doof, die jetzt schon zu bauen. So. Alles voll mit Goldminen. Klatschen. Der Palast darf nur auf Gras stehen, ne? Ja, das ist natürlich blöd. Da müssen die ultra weit fahren. Na gut, das nehme ich in Kauf. Kann man hier so mit hinsetzen, ja? Dann können wir nämlich hier so eine Sperre hin, die nicht sonst wo lang latschen. Alles mit Straßen versehen und hier einfach so ein kleines Minenviertel
hinsetzen. So. Entsprechend mit den Sicherheitseinrichtungen. Das ist halt echt eine sehr blöde Position eigentlich. Die dürfen dann schön weit latschen, nur um an meinen Palast zu kommen. Das ist echt blöd gemacht eigentlich vom Spiel. Von der Map. Ist halt echt die Schwierigkeit anscheinend. Unsere Challenge für diese Mission. Aber fies ist es halt trotzdem. Weil man halt nach wie vor das Problem hat, dass die Arbeitskräfte nicht einfach den Bus nehmen, ne? Nun ja. Wir warten nun auf Essen. Leute sind Arbeitskräfte fehlen überall. Wir brauchen Arbeitskräfte. Viele. 38, 41, 50. Aber es kommt noch 300 dazu. Das sollte also jetzt nicht das Problem darstellen. Im Gegenteil, dann haben wir dann eher wieder das Arbeitslosenproblem. Gibt's schon den ersten okay. Nö, haut schon hin. Der wartet einfach nur auf Arbeitskräfte. Ich schiebe diesen Karren erst weiter, wenn jemand da ist, der ihnen lebt. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, dann können wir gleich loslegen, wild exportieren. Ah ja, Route erstmal öffnen. Die kaufen Geschirr. Verkaufen Granit, das ist alles super. Verkaufen auch Flachs. Gut, also Albu ist auf jeden Fall schon mal ein guter Partner. Die kaufen auch Geschirr. Die verkaufen nur Schmuck. Die verkaufen Ton. Ja genau, die verkaufen Ton. Ah, das ist eine Seeroute. Ach Menno. Das nervt doch schon. Und die kaufen Wild, ebenfalls Seeroute. Das heißt, wir brauchen einen Dock. Ja, ich habe keinen Funktionär in das Dock. Wo soll ich das denn hinbauen, ihr Nasen? Da. Ja, ob das funktioniert? Reiß ich das hier mal ab. Haben halt nur 9 Farmen. Was hab ich hier? Ah, okay. Völlig in Ordnung. Also das Kabel. So, müsste es klappen. So, kriege ich auch noch die Straße dahin. Yes! So, die sind versorgt. Zumindest mit Wasser oder eingekippten Nilschlamm. Hatte ich übrigens erst letzte Woche eine Vorlesung drüber. Wo es genau um diese Bewässerungsanlagen ging, wo eben Nilschlamm in Rinnen gekippt wird. Gibt es wirklich Aufzeichnungen, dass das wirklich so aussah? Sehr interessant, auf jeden Fall. Und jetzt warten wir natürlich auf die Arbeitskräfte fürs Dock. Prinzipiell überall warten wir auf Arbeitskräfte. Yay, 500 Menschen. Viel zu wenig Arbeitskräfte. Ich will die aber halt auch nicht zu nah an die Farm ranbauen. Ah, hier tut sich was. 10 Angestellte. 10 Angestellte. Der Rest 0. Super. Naja, gut. Sich könnt ihr ja hier, ja, wenn die anfangen würden, mal Wild zu holen. Vielleicht, wenn ich dem Silo das nochmal maximal holen. Feuer! Ah. Bist du schon unterwegs? Bleib doch mal entspannt. Soll ich euch da auch noch eine Feuerwache hinsetzen, oder was? Mann. Das ist halt das Problem bei trockenem Klima. Nicht nur, dass man nirgends Wasserstellen hat. Grasstellen, also ja, eben wenig Wasserstellen und entsprechend wenig Gas um die Wasserstellen, so rum. Sondern auch, dass es überall schnell zu Feuer kommt. Ziemlich uncool. Die Mission gefällt mir jetzt schon nicht. Haben die denn Arbeitskräfte? Die haben ihre Arbeitskräfte. Alle!
Na Mensch! Dann importieren wir Ton und exportieren über 500 Wild. Importieren bis zu 1000. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Wie ich mir das so gedacht habe. Die ersten Goldbarren sind unterwegs. Es ist alles, ja, nicht so zufriedenstellend versorgt. Da ziehen wir am besten hier noch ein paar Häuschen. Ja, das, man kann denen halt echt nichts Gutes tun in der Position. Das habe ich schon immer so ein bisschen Mitleid, dass die hier in ihren Drecklehmhütten hausen, nichts zu trinken, nichts zu essen, weil die erste Stufe ist nun mal Wasser. Oh. Und hier ist halt kein Wasser, das ist da. Und selbst wenn ich hier an den Rand eine Zisterne bauen würde, der würde niemals bis hier hochlatschen. Auf keinen Fall. Was ist ja eigentlich für eine komische Insel? Kann ich Brücken hinbauen? Wenn hier keine Steine wären. Ich habe Fähren und Brücken. Für einen Fährhafen reicht's nicht. Reicht's für eine Brücke? Dann kommt das erste Händlerboot. Ja, wo die Steine sind, geht's. Ist klar. Das geht alles nicht. Mist. Selbst das ist irgendwie alles ganz schief. Hä? Da! Hier unten! Okay. Die Map ist halt auch echt riesig. Blöde Frage, wie groß ist denn unsere mittlere Stufenpyramide? Ah, die geht hier genau hin! Wäre natürlich praktisch, die hier einfach voll auf die Insel zu klatschen, aber... Hä, die muss schon hier majestätisch irgendwo hier rumdrohen. So... Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Wild jetzt im Silo. Sollte auch jetzt mal langsam... Ah, der wurde Granatäpfel schon am Start. Dann brauche ich das natürlich nicht mehr. Dann habe ich jetzt 800 Wild und ein bisschen Granatäpfel. Haha, okay. Ja, die haben Rohstoffmangel, das ist klar. Aber das ist ja doch mein Lager für Ton. Die verkaufen mir Ton. Ich sollte ja eigentlich jetzt was kommen, hä? Ah ja, der hat gerade an. Und er hat schon ein bisschen was gekauft. Sogar schon, ein bisschen, ja, doch. Immerhin, 870 Gold reingekommen. Und Deben. Leute, verherrlichen Sie wie ein Gott. Das will ich auch meinen, ne? Apropos Gott. Pta, ist gleichgültig. Das ist uncool. Können wir mal hier mal so ein Partyzelt hinbauen? Boah, nicht mal richtig klicken kann ich. So. Ein üppiges Fest. Ja. Das sieht an sich schon mal ganz gut aus. Jetzt haben wir Ton. Die Töpfereien sind alle fleißig am Produzieren. Sind noch nicht die krassen Laufwege. Das ist auch ganz schön. Also von der Position her ist es auch gar nicht so übel jetzt geregelt. Wir sind halt jetzt... Ja, Arbeitskräfte benötigt, ist klar. Sind halt jetzt wenig Häuser. Das heißt, es wird dann, wenn ich die Stadt vergrößere... Muss ich glatt gähnen. Ich brauche nämlich 3500 Menschen, das ist echt eine Menge. Da kann ich... Ja, werde ich wahrscheinlich auch hier alle so ein bisschen mit Menschen voll klatschen. Theoretisch könnten wir natürlich schon anfangen und den Grundstein für die Pyramide legen. Da das eben hier das wichtigste Projekt erstmal ist. Und da haben wir auch schon ein bisschen den Platz eigentlich reserviert. Sprich, wir könnten schon mal die Steinbrüche hier hinsetzen. Was machen wir, oder? Ah, nee. Warte. Erstmal... Oh, wir haben Arbeitslosigkeit. Gut, dann können wir natürlich Arbeitsplätze schaffen. Lüpp, lüpp, lüpp. Lüpp, lüpp.
Da. So. Das sollte fürs Erste reichen. Zick. Ah ja, mach doch nur. Mach doch nur Party. Okay, und das hier ein Warenlager, da ein Warenlager, in dem ich die Warenlager, und zwar einfacher Stein. Einfacher Stein. Fühlt sich bestimmt gemobbt. Viel zu viele Stellensucher, die unterwegs sind. Das sieht immer so... uncooler Wuselfaktor. Aber eigentlich sollte das von der Distanz reichen. Dass hier die auch ihre Leutchen finden. Jetzt ist natürlich wieder Essensmangel. Nö, eigentlich nicht. Ein bisschen Granatäpfel ist noch da. Aber der gute Nahrungsmittel für einen Monat. die kriegen echt keine Arbeitskräfte. Krass. Das ist anscheinend echt zu weit weg. Da hilft nur eins. Die hier abreißen. Zunächst. Und die Farmen hierhin platzieren. Das ist ein Stück näher dran. Reicht das hier? Ah, ja, okay. Wir haben, ja, Töpferwaren wird langsam. Die haben schon einen Grundvorrat an Geschirr. Okay. Wir haben keinen Ton mehr. Na gut, das ist in Ordnung. Das sollte jetzt wieder kommen. Ob man sich in dieser Stadt wohl irgendwelche Sehenswürdigkeiten ansehen kann, während mein Schiff entladen wird? Ich nehme mir weiter in meinem Bild ab. Ja, wir haben ein leichtes Minus. Dann verkaufen wir alles Geschirr über 300 zunächst. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt.